Hallo und herzlich willkommen zur neuen Folge von Frag den Don. Wie ihr vielleicht seht, sitze ich gerade in einem Beichtstuhl. Wann hast du das letzte Mal den Beichtstuhl von innen gesehen? Ist vielleicht schon ein Weilchen her, oder? Aber ich will dir kein schlechtes Gewissen machen. In dieser Folge setzen wir uns eben mit dem Beichtstuhl auseinander. Wie sieht der aus? Was macht man da drin? Und was ist überhaupt das Sakrament der Buße oder das Sakrament der Versöhnung? Was sind jetzt diese Beichtstühle? In der Kirche findet man sie meistens ganz hinten oder auch an der Seite. Es sind diese großen Kästen, die aussehen wie riesige Kleiderschränke. Sie haben meistens zwei oder drei Türen und besitzen auch das eine oder andere Fenster, durch das man aber nicht unbedingt durchsehen kann wegen des Milchglases oder wegen eines Vorhangs. Und ab und zu befinden sich an den Beichtstühlen auch solche Ampeln, die entweder rot leuchten, wenn sich jemand darin befindet, oder grün, wenn gerade frei ist. Rot, grün, rot, grün, rot, grün. In manchen Kirchen gibt es vielleicht gar keinen Beichtstuhl mehr. Aber dafür wurde vielleicht ein Beichtzimmer eingerichtet. Yes! So können Beichtstuhl und Beichtzimmer unterschiedlich aussehen. Und die Beichtenden haben die Möglichkeit zu knien oder zu sitzen, hinter einem Gitter die Beichte abzulegen, um anonym zu bleiben, oder im direkten Gespräch mit dem Priester zu sein. Auch die Größe kann variieren, von klein und eng bis groß und geräumig, freundlich und hell oder dunkel und nüchtern, mit Tisch, Kerze und Blume oder ohne all diese Dinge. Manchmal ist so ein Beichtstuhl eine Mischung von einem klassischen Beichtstuhl und einem Beichtzimmer. So kann jede Person selber entscheiden, wie sie beichten möchte. Beichtstuhl, das ist ganz einfach der Ort der Beichte, wo die Menschen hingehen, ihre Sünden bekennen, Reue versprechen und die Lossprechung erhalten. Aber hä? Sünden, Reue, Lossprechung? Was ist jetzt eigentlich genau diese Beichte? Sie ist eines der sieben Sakramente der katholischen Kirche. In der Regel kann man immer wieder zur Beichte gehen, so wie man auch immer wieder zur Kommunion gehen kann. Die erste Beichte macht man vor der Erstkommunion. Die Beichte wird auch Sakrament der Buße oder Sakrament der Versöhnung genannt. Und das ist schon der Kern dieses Sakramentes. Denn durch den Priester wird in der Beichte die vergebende und die barmherzige Liebe Gottes sichtbar und spürbar. In der Bibel gibt es eine Geschichte, die sinnbildlich für die Beichte steht. Wir finden sie im Lukas-Evangelium im 15. Kapitel. Da gibt es einen Vater mit zwei Söhnen und er teilt ihnen das Erbe aus. Und einer der Söhne schnappt sich das Geld und geht in ein fernes Land. Dort bringt er das Geld ganz schnell durch, im Casino und bei anderen Gelegenheiten. Schnell merkt er, dass es ihm nicht gut geht und dass es ihm bei seinem Vater viel besser ging. So kehrt er zurück, ganz reumütig und sich eingestehend, dass er etwas falsch gemacht hat. Der Vater nimmt ihn mit offenen Armen an und freut sich, dass er wieder da ist. Und das ist sinnbildlich auch für die Beichte. Wir dürfen immer wieder zurückkommen und uns in die liebenden Hände Gottes nehmen lassen. In der Kunst gibt es dazu ein sehr schönes und besonderes Bild von Rembrandt. Es zeigt genau diese Szene, wo der Vater den Sohn in die Arme nimmt. Besonders sind da die Hände des Vaters. Er hat eine Männerhand und eine Frauenhand, die gleichsam für Gott stehen, der uns aufnimmt wie eine liebende Mutter und ein gütiger Vater. Doch wie läuft so eine Beichte jetzt ab? Was passiert da so? Du gehst hinein und darfst dort erst einmal Platz nehmen, knien oder stehen. Dann begrüßt du den Priester und ihr macht beide das Kreuzzeichen. Es kann ein kurzes Gebet folgen. Und dann darfst du auch schon von deinen guten oder weniger guten Taten erzählen. Also alles sagen, was dir auf dem Herzen liegt, was dein Gewissen belastet, was dich nicht loslässt, was du bereust und dir auch leid tut.
Mir hilft es, mich auf die Beichte vorzubereiten und zu überlegen, wo bin ich Gott, dem Nächsten, aber auch mir selber und meiner Umwelt etwas schuldig geblieben. Ich nutze die Beichte auch, den Priester etwas zu fragen, wo ich irgendwie stocke, wo ich nicht weiter weiß, wo ich seinen Rat brauche. Und aus seiner Sicht hilft er mir dann dabei. Zur Beichte gehört auch die Reue, wo ich bereue, all das wieder gut zu machen und auf einen besseren Weg zu kommen. Der Priester gibt mir dann seinen guten Rat und schenkt mir auch ein Lächeln. Er beendet die Beichte mit der Lossprechung und schenkt mir so die Vergebung der Sünden im Namen Gottes. Und ganz zum Schluss sagt er die Worte: Geh hin in Frieden. Wenn du noch eine Frage rund um das Thema Beichte, Buße und Barmherzigkeit hast, dann schreib mir einfach. In diesem Sinne, eine gute nächste Beichte. Geh hin in Frieden. Rot, grün, oh, falsch. Rot. Oh Gott.